Herzlich willkommen zurück. Es ist wieder soweit, liebe Zuschauer. Wir sind wieder am Subnautisieren. du fährst, dein Fahrersitz nicht angeschraubt. Auch nicht schlecht, Keks. Ja, bleib hier. Freue mich, wenn du gleich wiederkommst. So, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir gedacht, pass mal auf, wie ihr vielleicht feststellen könnt, da oben ist jetzt mehr Energie. Ich habe mich Montag rangesetzt und habe gedacht, komm, wir bauen die Base mal ein bisschen aus. Die ist noch lange nicht fertig. Aber dafür wollte ich jetzt keine 4-5 Folgen im Stream versauen. Darum habe ich mir gedacht, mache ich noch eine Base-Build und K-Ressourcen ran, um euch heute zu präsentieren, was wir alles gemacht haben. Also erstmal seht ihr, ist ja alles wie immer. Oh, das Einzige, was neu ist, guck mal hier, ein Bilderrahmen. Also ich bin zu doof, auf mein eigenes Bett zu kommen. So, guck mal, ich kann Bilder schießen, das wusste ich gar nicht. Ich kann einen Bilderrahmen bauen, voll cool. So, guck mal, und wie ihr seht, es sieht fast so aus wie immer, nur dass das hier plötzlich da ist, weil das war sonst da hinten. Und jetzt guck mal, da. Da ist sie. Und hier habe ich schon einen dritten Container drauf. Und guck mal, hier unten mein kleiner Garten, der wächst auch. Voll süß, guck mal hier. Eine kleine Hirnkoralle. Ich habe meinen Garten ein bisschen ausgebaut. Ich muss das Ding nur weglutschen, weil das Ding ist absolut kacke. Das muss ich gleich wegmachen. Hier habe ich schon eine dritte Reihe draufgesetzt. Und hier seht ihr, Bioreaktor, Bioreaktor. Hallo, Smokey. Oh, haben wir es getan. Und da drüben ist auch schon ein drittes. Und das ist ja nicht alles. Vielleicht habt ihr auch gesehen, guck mal hier. Der Beetkasten. Da wächst jetzt ein Pilz. Ich habe ein bisschen Deko bearbeitet. Voll gut. So. Hier ist, glaube ich, alles wie immer nur die, seht ihr, Deko-Teile sind neu. Macht den Raum doch auch gleich viel lebendiger, oder? So mit ein bisschen Blümchen und so. Voll schön. Also erstmal ziehen wir uns einen Kaffee. Weil ohne Kaffee geht gar nichts. Weil der Plan ist, dass wir heute nämlich überhaupt nicht an der Base rumwerkeln, sondern, liebe Freunde, ich muss es schaffen, mir irgendwas zusammenzubasteln. Das Problem hier, die musste ich alle eigentlich rausschmeißen, weil die sind alle infiziert. Da habe ich keinen Bock drauf. Kaffee ist fertig. Sauber. So, und jetzt fangen wir mal an. Wir gehen mal hier oben hoch. Hier oben drüber kommt später der Atomreaktor hin. Voll gut, ne? Ach, hübsch. So. Hier, meine Freunde, ist ein weiterer Bioreaktor, den ich noch füllen muss. Und hier werden dann nachher die Dinger hingepflanzt. Warum, zeige ich euch gleich. Hier kommt nachher, wie gesagt, das große Aquarium hin. Und hier oben, guckt euch das ran, mein Scanner-Raum. Den Scanner-Raum. Hier habe ich schon 4 Scan-Raum-Erweiterungen drin. Und das, was ich aktuell scanne, sind Wracks. Guckt euch das an. Sehe ich sie überhaupt? Ne, jetzt muss ich sie reintun. Ich habe es absichtlich ausgemacht. Ich habe gedacht, komm, wir lassen uns mal die Wracks anzeigen. Dann machen wir nämlich, fangen wir an mit einer Runde Wrack-Erforschung. Und danach... Danke für die 3-Bit, Smokey. Und hier kommen wir auch raus. Und so. Ich hatte ein kleines Problem mit Pirschern. Darum musste ich meine Kamera. Darum ist hier nur 2 drin. Vielleicht kann ich die 1 auch wieder reinsetzen. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Das erste, was ich jetzt aber auf jeden Fall wegmache, ist das Gerät hier. Weil der Flutlicht, ne? Der geht gar nicht klar. Der lutscht mir so viel Saft weg. Und guck mal hier. Seht ihr das? Da habe ich auch schon Deko hingesetzt. Sehr schön. Und damit ihr es vielleicht auch mal ein bisschen von außen seht. Guck mal hier. Da ist mein Bioreaktor. Und hier habe ich Pflanzen gebaut. Damit ich meinen Bioreaktor auch schön befüllen kann. Voll super. Hier außen wächst alles und läuft und gedeiht. Richtig gut. So langsam nimmt die Basis richtig Form an. Und wenn ihr meint, das war schon alles. Der Garten gefällt mir echt gut. Das ist noch nicht alles. So, erstmal A. Guck mal hier. Ah, seht ihr das? Ich habe schon ordentlich Titan rangekarrt. Ich muss mir noch angewöhnen, dass ich nicht mit Dings rauskomme. Auch hier, ich habe schon ein bisschen Quarz und in Glas umgewandelt. Hier noch Quarz drin? Ne, ich hatte hier nämlich schon sicherheitshalber Quarz reingetan. Ah ne, hier sind die Strahlenhandschuhe drin. Und der ganze andere Strahlenkram, den ich noch nicht brauchte. Ne? Wie ihr seht, ich habe so ein bisschen vorgesorgt, was Rohstoffe angeht. Damit wir bei Gelegenheit auf jeden Fall schon mal loslegen können. Wasser. Muss sparsam spenden. Du gibst immer alles auf einmal aus. Überhaupt nicht wahr, Smokey. Was ist das denn für eine Unterstellung? Ich gebe immer alles auf einmal aus. Warte mal, ich habe jetzt Wasser. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel Wasser, weil... Fällt mir nicht gerade ein. Ich habe ja hier draußen jetzt diese verdammt coolen Pflanzen. Zwergenlampenbusch. Die sind so super, die geben mir 10 Wasser, wenn ich die futter. So, jetzt hau ich mal jeden hier einmal an.
Oh, fuck. Okay, die darf ich nicht zu häufig anhauen. Oh, müssen wir noch einen anbauen. Huch. Okay, wir haben aber erstmal wieder Wasserfeuchtigkeit. Nicht mit meiner Drecksfeuchtigkeit. Okay, was soll das denn heißen, dass ich alles so schnell ausgebe? Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe letztens nur mal für euch Geld ausgegeben für Kies, die ich dann unter euch verscherbelt habe. Ich mir hier auch noch was an den Kopf geworfen, ne? Guck mal hier, 50 Wasser. Nehme ich sicherheitshalber mit. Hier habe ich auch noch ein paar Pflanzen. Oder mal ein paar Laternenflüchte. Flüchte. Hm, ja, ich habe es wieder drauf heute. Oh, hier. Der Knollenbaum hat auch relativ viel Wasser. Das ist sozusagen mein Nahrungsraum, den ich mir jetzt hier gebaut habe. Und damit ich halt nicht immer wie doof... Seht ihr? Hier 10 Wasser. Wie doof da stehe. Ah, guck mal. Speichern wir erstmal direkt. Habe ich erstmal hier soweit alles drin. Ich nehme mal ein paar chinesische Kartoffeln. Weil... Guck mal, ist schön hier, ne? Ein bisschen Deko hingebastelt. Hier wächst alles fröhlich vor sich hin. Hier kriege ich Wasser raus. Da könnte ich übrigens auch mal wieder rausnehmen. Lutscht mir zwar Energie weg, aber hey, was soll's. Guck mal, jetzt brauche ich doch gar nicht so viel. Brauche ich Chlorid? Chlorid, Chlorid. Ich habe ein bisschen mich umsortiert. Auch sehr schön. Wie ihr seht, hier, guck mal, sind neue 2 Kästen rangekommen. Und ich habe ein bisschen optimiert. Außer der hier, der will sich überhaupt nicht richtig setzen lassen. Pflanzen 1, Pflanzen 2, guck mal, mittlerweile habe ich auch ein eigenes Fach für Eier. Zuck, zuck, ist mal Platz 1 der Businessliste. So schnell geht das. Gratulation. Hm. Ne, also richtig gut. Ich könnte mir jetzt hier gerade mal das Schweißertool sich jetzt auf 5 setzen. Ah, okay, Konstruktionsfahrzeug. Der Tool ist ein bisschen hoch. So, ich habe hier auf jeden Fall ordentlich aufgebaut. Und jetzt tue ich das Messer mal weg. Weil ich wollte nämlich noch was zeigen. Vielleicht seht ihr schon. Überall die Deko, ne? Voll gut. Motti ist grün. Hier, guck mal. Jetzt haben wir hier Glas. Und Motti ist grün. Und jetzt noch viel besser. Motti hat neue Tools. Ne? Es kommt erstmal jetzt bis zu 900 Meter runter. Nicht mehr 300. Es hat 2 Frachtmodule. Und... Perimeter-Abwehrsystem. Das heißt, gerät ein örtlich begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Ist das nicht geil? Hier, guck mal, mein Frachtraum, der ist leer. Und hier habe ich das Nötigste von allen drin. Meine Pulskanone, Ersatzbatterie, zu futtern, 2 violette Tafeln und Wasser. Geil, oder? Der Hammer. So, und hier, ganz lustig, kann man sich dann nachher den Namen aussuchen und die Farbe, in der man Motti umtaufen will. Gut, ne? Voll gut, ey. Ich finde das den Hammer. So, und jetzt kann man hier direkt hoch. Zack. Wir haben Scanner Room oder... Füllen wir erstmal unseren Bioreaktor. Wichtig ist ja hier... Oh, ich bin schon 2. Stockwerk. Wir schmeißen hier erstmal Kartoffeln rein. Ich weiß nicht, wie es mit Kartoffeln ist. Ich glaube ja, dass die Nahrungsangabe da drinne maßgeblich ist. Wo ist denn hier meine Treppe nach unten? Na, da. Das ist übrigens so der kleine Nachteil. Da habe ich nicht aufgepasst beim Bauen. Aber gut, kann jetzt auch nicht immer auf alles aufpassen. Guck mal, hier geht richtig noch was rein. So, anscheinend schaut der Knollenbaum richtig lange zu verharren. War ich sehr erstaunt. Ich probiere es jetzt trotzdem mal mit Kartoffeln. Wir wissen, wie lange die halten. Aber bisher habe ich festgestellt, der Knollenbaum, ne? Der reißt es so richtig raus. Darum habe ich mir schon ein paar Töpfchen hingestellt und guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Ne? Richtig gut. Also die Base wird so langsam. Aber ihr seht auch, meine Energie da oben, Ich sag mal, sobald die Solarmodule draußen anspringen, das macht mich kirre, das Messer. Alles tutti, aber... Ne? Ja, wir könnten jetzt noch Messagern. Und hier habe ich auch noch einen Medifabrikator hingesetzt. Das ist voll hübsch. Mittlerweile haben wir eine richtig geile Base. So, komm, zeig das nochmal ein bisschen. Guckt euch das hübsche Ding an. Hier, der Flutlichtstrahler. Mein Mini-Beet. Da muss ich mir noch was für Beleuchtung einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn noch einen? Da ist einer und hier ist einer. Genau. Hier, der strahlt das auch schön an. Weil ich eigentlich mir das ja irgendwie ein bisschen anders hinsetzen müsste. Aber ich weiß noch nicht wie. Aber ich finde, das sieht schon mal richtig gut aus, ey. Bin ich schon so ein bisschen happy. Aber, wie schon gesagt, meine Freunde.
schade, hat nicht geklappt. Wir werden jetzt mit Motti ein bisschen Wracks aufsuchen gehen. Zack, zack, zack. Oh, Titan. Okay, wir werden erst das Titan los. Und dann gehen wir mit Motti. Oh, eine perfekte Repose-Welle. GZ. So, Titan. Hier. Mal rein. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Was zu trinken habe ich für alle Fälle mit dabei. Da schlage ich mir aber gleich noch mal kurz was ab. So, schwupp. Ab geht er. Jetzt gehen wir mit Motti auf Wracksuche, liebe Freunde. Energie dürfte lange genug halten, wenn nicht. Haben wir anders probiert. Guckt euch Motti an, schön in grün. So, guck mal, wo haben wir einen Wrack? Ich finde das so gut, wir sehen jetzt alle Wracks hier. Und 900 Meter kommen wir tief, ne? Ah, ein Traum. Ich finde das so süß, dass er jetzt auch hier die kleinen Wracks anzeigt, ne? Hier, das kennen wir ja schon. Da hinten das große kennen wir auch. Jetzt mal schauen. Dich kenne ich, dich kenne ich. Mich wundert, dass er nur drei anzeigt. Eigentlich dachte ich, hätten wir ein paar mehr. Aber nun gut. Ich wollte es mal nachschauen. Dafür ist ja so ein Scanner-Room gut. Oh. Ich glaube, das ist dieses angelehnte Wrack hier. Ja, genau. So. Alter, ich hab doch extra so ein elektromagnetisches Feld, dass du mir nicht mehr auf Eier gehst. Willst du nicht dich mal endlich verpissen? Okay. Hier habe ich noch Wrack 1. Das heißt, wir suchen uns mal die Boje auf, damit wir sie wieder mitnehmen können. Vielleicht findet das Spiel ja auch noch welche, aber bisher habe ich nur die drei Wracks hier drauf. Ich hätte schwören können, der Scanner Room hatte mehr. Ah! Sag ich doch. 1, 2, 3, der braucht, glaube ich, nur ein bisschen, weil wir das Spiel neu geladen haben. Ach, guck mal, die Kapsel 17. Aber ich glaube, die haben wir schon. Ja, die haben wir schon. Hier ist auch noch ein Wrack. Aber das haben wir auf jeden Fall auch. Guck mal, so langsam wird's ja. Schade, dass man die nicht so ein bisschen ausstellen kann. Ich muss gerade ein bisschen rauskriegen, wo was war. Wir nähern uns auf jeden Fall einem Wrack. Ich versuche gerade auch ein bisschen schlau zu werden, wo ich bin. Bin auf jeden Fall sehr dicht. 700 Meter. Ne, wir machen hier. Ich meine, ja, wir kommen mittlerweile so tief, aber trotzdem. Ihr seht's ja, ne? Oh, da haben wir einen Fisch mitgenommen. Wo bin ich? Ist das der Mushroom Forest? Das ist nicht der Mushroom Forest. Das ist ein Sandhai. Auf jeden Fall sehr dunkel hier. Das ist das Problem mit Tiefen. So, guck mal. Ah, hier. Hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Genau. Wir konnten gar nicht so tief mit Motti, weil nämlich hier 300 Meter sind. Und Motti gesagt hat, das war wohl nichts. So, jetzt tun wir Motti mal heilen. Steigen mal aus. Genau, ich habe ein Schweißgerät drin. Das Konstruktionstool brauche ich jetzt auf keinen Fall. Wo ist Motti? Da. So, machen wir Motti mal heile. Und jetzt schauen wir mal, was wir so Schickes da finden. Oh, Torpedoarmfragment. Boah, Kernreaktor. Ah! Was habe ich noch gesagt? Oh, Jungs, wir brauchen einen Kernreaktor. Immer her damit. Nehme ich alles. So, jetzt habe ich hier noch ein PDA. Den nehme ich natürlich. Mittlerweile kann ich ihn direkt lesen. Ich habe genug Sauerstoff. Es geht nicht um Geld. Das hat mir jeder direkt davon gesagt. Das glaube ich ihm. Profit ist nur eine vorübergehende Maßnahme zum Erfolg.
Verbindung mit fassen Reisen kostenlos nutzt freigeben vier langes Leben. Organersatz. Okay. Hier ist versperrt. Ich bin noch nie so großer Freund, direkt am Anfang die Dinger zu forschen. Sondern erstmal. Krebsbohrarmfragment. Sondern erstmal schauen, was ich hier so alles habe. Was habe ich denn hier? Noch habe ich genug Sauerstoff, noch meckert er nicht. Okay, hier geht's nur raus und ich scheine hier nicht groß weiterzukommen. Aber auch sehr geil, wie drückend der Sound ist, ne? Hört ihr das? Einfach mal so. Ja, man kriegt schon so ein bisschen Bedrücktheit. Und Gefühle? So. Motti steht hier oben drauf. Dann machen wir doch jetzt mal ein bisschen Türen checken. Ohne Technologie. Zyklopsonar. Ja, gerne. Sonar. Für mein U-Boot, was ich noch nicht bauen kann. Oh, muss ich gleich mal checken, was hier noch. Bohrarmfragment? Ich glaube, das hatten wir ja schon, ja. So. Nochmal Bohrarmfragment. Immer her damit. Muss ich gerade checken, wo ich noch bin. Und viel wichtiger, okay, das scheint einfach nur der Ausgang. Mach mal das so nah weg, so besser. Ich bin also nur unten drunter. Okay. Da komme ich her. Hier gibt es nichts zu holen. Nein. Gut. Hier oben? Auch nicht. Das heißt, wir gehen hier wieder rein. Oh. Ist das das Ding, wo ich am Anfang schon gehadelt habe? Oh. Oh. Noch habe ich genug Luft. Ich hoffe, ich... Kernreaktorfragment. Damit habe ich es komplett zusammen, glaube ich, jetzt. Ja. Frage ich mich, ist hier noch etwas im Raum? Kann es aufschweißen? Die Zeit habe ich auf jeden Fall noch. Gott sei Dank haben wir ja genug Sauerstoff mittlerweile, dass das nicht mehr das Problem ist. So. Einmal schön aufschweißen. 100 Sekunden haben wir noch. Und ich meine, es führt ja schon mal nach oben. Das ist primär ja schon mal... Ja, ein Reaktorfragment. Ich nehme gerade alles mit, um zu wissen, dass ich hier auf jeden Fall war. Ein Signal. Oh. Okay, genau jetzt sollte ich Panik geraten. 60 Sekunden. Okay, ich habe mich verfahren. Wir schwimmen mal raus. Denn wir wissen, irgendwo ist meine Motte hier oben. Okay. Und steigen wir ein. Jo, ne? Was haben wir denn? Ich sollte mal auch die alle durchlesen in Ruhe. So, wir haben Titan erstmal ohne Ende bekommen. Und neue Baupläne. Jetzt haben wir... Lass mal checken. Kernbrennstab. Wow, 3 Uran. Wir haben ein neues Auge, den hatten wir logischerweise. Und jetzt gepökeltes Auge. Hier, Stasegewehr haben wir auch schon mal freigeschaltet. Scheint die Gegner irgendwie ja, in Stase zu versetzen. Hier, Tiefenmodul fehlt mir noch. Und ich glaube, für den Zyklopen fehlt mir erstmal der Zyklopen noch. Und der Brückenbauplan. So geil bin ich also noch gar nicht. Oh, den brauche ich auf jeden Fall. Oh, genau, das suche ich noch. Jetzt weiß ich nicht, wo das ist. Wie, was suchst du? Wenn du mir sagst, was genau du suchst, kann ich dir unter Umständen vielleicht sogar helfen. So. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt hier auf Erkundungsreise. Das war der Fahrstuhl. Dann gehen wir mal hier hin. Was habe ich denn hier?
Von hier war ich doch eben gerade, oder? Bin ich doof? Sitz scheint so wackeln zu müssen. Ja, das ist doch gut. Apropos, nichts, was jetzt mit Sitz wackeln zu tun hat. Aber ich habe ja gedacht, ich habe ja schon das erste Feedback halbwegs bekommen. Schon mal danke dafür. Leute haben gesagt, dass ich ziemlich hart schnell switche. Ja, ich werde mich bemühen, das zu reduzieren. Ist aber ein Problem, ich bin ein alter Ego-Shooter-Spieler. Und da war schnelles Swifting der Maus vollkommen legitim. Das heißt, ich muss mich ein bisschen bremsen, was das angeht. Also, falls ihr mitkriegen solltet, dass ich mal wieder etwas übereuphorisch... Kriege ich das weg? Ne, kriege ich nicht weg. Mit der Maus hin und her, Hader. Gebt mir doch mal kurz Bescheid. Ich schau mal, ob ich es abstellen kann. Nee. Ich befürchte, wir haben das Ding schon durchsucht. Das ist gar nicht so groß. Echt? Ich fürchte, das Ding ist einfach klein. Hier geht's raus. Das scheint eine Sackgasse zu sein, ja. Schade eigentlich. Hätten wir ein bisschen mehr oft. Okay, wir haben immer einen, jetzt den Atomreaktor, aber trotzdem. Welcome aboard, Captain. So, wo ist mein Pieper? Bin ich doof? Da ist er. Komm her, Wrack. Einsammeln. So, damit habe ich die Boje auch. In diese Motte einsteigen. So, ich hatte aber noch irgendwo... Da ist meine Basis mittlerweile. vermute dann. Da hinten habe ich noch Get Me, genau. Get Me wollte ich mir nicht... Du siehst nicht vergiftet aus, Junge. Komm mal her. Ich brauche sowieso neue Fische. Weil meine... dummerweise verreckt sind. Das heißt, der Wirbelfisch geht da erstmal rein. Plus 4 Nahrung, minus 1. Egal. Oh, hier ist ein Warper. So, das ist Get Me. Get Me will mir ja irgendetwas sagen. Ich meine, ich finde es ja geil, dass ich jetzt tiefer kann. Aber im Moment... bin ich vielleicht auch noch etwas pessimistisch eingestellt, was... den Tiefgang angeht. Nur mit so einer... Ich will ja nicht meckern, aber was zum Geier bist du? Ja, ich krieg Stromschlag. Ist okay. Ja, der hat mich besonders lieb. Ein großneugiger Raumfisch, der in tiefen Riffen Lampen, elektrische Zacken. Starke elektrische Spannung, also Beutegefechtssitz, Kiefer. Meiden und oder außer Gefahr sichten. Ich bin für Meiden. Meiden ist super. Wo ist Motti? Da. Nee, warte mal, Motti. Nein, verpiss dich. Wo ist meine Motte? Da. Motti! Toll, der hilft mir auch nicht viel, ne? Ich glaube ja, dass hier ein Ei von dem ist oder so. Ansonsten würde der nicht so aggro reagieren. Vielleicht ein Weibchen. Ja, guck mal, ist das passende Gestein. Diamant! Läuft. Und wieder reicht. So, was habe ich denn hier unten aktuell? Quarz. Habe ich eigentlich genug? Kann ich diese grünen Dinger einsammeln? Da. Glaube nicht. Nee, die sind einfach nur so da und grün. Nichts Besonderes also. Das sind Säurepilze.
Rubine? Okay. Wie kommt es eigentlich, dass ich Beißer noch nie gescannt habe? So, wo sind die Beißer? Da. Kleiner im Rudel jagende Raumfisch. 94% Muskeln, 4% Bindegewebe, 2% Heal. Wahllos, wenn er Hunger hat. Und er hat fast immer Hunger. Läuft. Mittlerweile, was wir alles schon geforscht haben. Hier, die sind auch ein bisschen kacke. Schimmerflügler. Den haben wir schon kennengelernt. Ich kenne wir auch. Fischerzähne haben wir schon. Reißer. Ah, okay, es gibt Unterschied zwischen denen. Sandhai und Warper. Ja, die kennen wir schon. Können wir mal aufhören an mein... Jetzt mache ich das Ding an. Ach, jetzt verzieht ihr euch, wenn ich Strom an habe. Mann, ey. Ich wollte raus. Ich wollte wissen, ist das ein Uranbockklumpen? Gold! Uran! In rauen Mengen. Läuft. Ja, genau. Richtig gut. Wo sind die? Da bist du. Neue Lebewesen. Stehe ich ja richtig drauf. Ja, Mensch! Okay, Blutkabler. Sind schon mal keine Fleischfresser. Ach, den Strom an, die gehen mir noch auf die Nüsse. Ah, nee, warte mal. Wo hier? Fremde Daten. Einheimische Lebensform. Da. Pflanzen. Nee, Pflanzen will ich nicht. Aber Lavakorb, den haben wir schon. Meer. Amphanblatt. Oh, das kennt. Oh, das müssen wir noch sammeln. Bewertbares. Kartoffeln. Melon. Wo ist dieses Biotom? Das kommt noch. Oder meinst du das, meinst du diese Glaskugel oder meinst du das für die Fische? Wo du selber die Eier drin ausbrüten kannst. So, Tiere. Wo haben wir es denn? Aasfresser und Parasiten hier. Blutkrabbler. Guckt euch dieses hässliche Ding an. Ein flinker, reviergebundener Aasfresser, der sich im Rudel über dem Meeresboden bewegt. Ein naher Verwandter der amphibischen Höhlenkrabblern, der aber an Seetiefe angepasst ist. Wow, Alter. Hans, hol mir den Flammenwerfer. Echt, ey. Die sind voll ungeil, die Viecher. Oh, das Uran. Oh. Na? Na? Wir steigen mal aus und holen uns das Uran. Uran, weil wir haben jetzt Atomreaktor. Also krallen wir uns Uran. Immer her, ich brauche 3 Stück für ein Uran-Ding. Na, wie gefällt dir das, wenn mein Ding Strom hat? Stimmt nicht gut, ne? Da ist noch mehr Uran. Hier ist auch noch ein Uran. Ist hier vielleicht irgendwas zu scannen? Oh, hier, Blutwurzel. Kenn ich auch noch nicht. Was ist denn? Blutwurzel. Oh, Blutranke. Ja, habe ich vielleicht auch noch nicht. Kann ich davon was abschneiden? Ne, kann ich nicht. Schade. Was hiermit? Auch nicht. Ich dachte, ich kriege jetzt was Neues zu scannen. Dieser Kacke geht weg. Ja, Moment. Ich flüchte mal gerade in meine Motti. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.